Ja, Internet, hier ist Alex. Sehr geil, dass ihr da seid. Und heute rede ich mit euch über das altbekannte Thema Erfolgsbarrieren. Aber ihr kennt mich ja, ich werde einen etwas anderen Ansatz verfolgen. Und zwar, ich werde das Ganze an einem Prinzip klar machen. Ihr könnt euch eure Erfolgsbarriere in zwei Richtungen vorstellen. Im Prinzip ist eure Erfolgsbarriere eigentlich recht was Positives. Und zwar, nehmt euch mal an, wir haben hier eine kleine Heizung. Und ihr habt natürlich auch einen Thermostat. So, nehmen wir an 21 Grad, okay? Wenn es zu heiß wird, dreht ihr direkt wieder runter. So, das ist im Prinzip eure Erfolgsbarriere. Ihr habt ein bestimmtes Level an Erfolg, was ihr euch zutraut. Und wenn es darüber hinausgeht, dann, oh, sabotiert ihr euch auf einmal. Unbewusst. Wahrscheinlich nicht mal bewusst. Und dann merkt ihr danach, oh shit, was habe ich denn da gemacht? So, das ist natürlich die doofe Seite daran. Das Gute daran ist aber, wenn euer Erfolg darunter fällt, oh, das Thermostat merkt aber, nee, es sind 21 Grad. Digga, hier ist nur 15 Grad drin. Und wieder hoch. Das ist die gute Seite daran. Das heißt, direkt mal, Erfolgsbarriere ist nicht unbedingt was Schlimmes. Es ist im Prinzip so eine Art Thermostat, was euch im Gleichgewicht halten soll. Und ich werde das Ganze auf viele Sachen beziehen. Einerseits euren Erfolg, andererseits euer Level an Zufriedenheit, wie glücklich ihr seid. Da ist das Gleiche. Das ist im Prinzip ein psychologischer Schutzfaktor. Ihr habt ein bestimmtes Level, was in vieler Hinsicht auch genetisch bedingt ist, aber in vieler Hinsicht auch von eurer Umgebung. Das heißt, ihr könnt viel selber kontrollieren. Ist so gegeben, dass zum Beispiel das Level wieder bei 21 Grad ist, euer Glücklichkeitslevel, und wenn ihr dann zu 25 geht, habt ihr das vielleicht ein, zwei Tage und dann geht es wieder runter, weil es soll ja die Norm gehalten werden. Aber andererseits, das ist das Gute an diesem Schutzmechanismus, wenn es da runter geht, wenn ihr auf einmal euch bei 14 fühlt und ihr seid richtig schlecht gelaunt für ein paar Tage, auf einmal geht es wieder hoch zu 21. So, sprich, das Ganze, sei es jetzt auf Laune bezogen oder Erfolgsbarrieren, ist eigentlich an sich keine schlechte Sache. Aber wir können das Ganze natürlich auch umgeben. Nummer 1, ihr kennt dieses Prinzip jetzt. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel merkt, okay, ihr macht irgendwas, ihr verfolgt eins eurer Ziele, ihr arbeitet daran und es läuft eigentlich auch ganz gut und ihr seid ein bisschen zufrieden. So, dann kommt schon mal gerne diese Stimme, ah, das hättest du besser machen können, das war kacke, und dann merkt ihr auf einmal, dass eure Laune ein bisschen runtergeht. Und ganz ehrlich, wie umgeht ihr das? Im Prinzip habt ihr es schon gelernt. Ihr kennt jetzt dieses Prinzip. Wenn ihr dann merkt, oh shit, guck mal, ich sabotiere mich selber, einfach killen und versuchen, das ganze Thermostat höher zu schrauben. Das Ganze ist bei Erfolgsbarrieren genauso. Wenn ihr merkt, irgendwo läuft etwas besser, als ihr gewohnt seid, dann kommt wieder eine Stimme oder ihr eine Stimme in eurem Kopf oder ihr redet mit, sagt euch selber schlechte Sachen, wie zum Beispiel, ah, das jetzt besser machen können, das war kacke und das war nicht so gut. Okay, cutten, und ihr merkt, oh, guck mal, ich versuche zu meinem Thermostat zurückzukehren, zu meinem Standardwert. So, allein, dass ihr diesen Mechanismus jetzt durchbrecht, geht es wieder hoch. Und das ist eigentlich das komplette Prinzip hinter Erfolgsbarrieren. Oder hinter euren Barrieren, dass ihr glücklicher sein wollt, was auch immer. Ihr könnt es auf alles beziehen, ganz ehrlich. Auch bei Mädels ist es häufig. Wenn zum Beispiel ein Kerl Mädel sieht, ah, die ist außerhalb meiner Liga. Warum? Okay, vielleicht stimmt's, vielleicht nicht, probier's aus. Und wenn es gut läuft, dann denkt auf einmal eine Stimme in eurem Kopf, oh, nee, das kann nicht sein, was auch immer. Das ist das gleiche Prinzip. Ist wieder in allen Lebensbereichen das gleiche. Wie immer, es gibt eine bestimmte Regel für Erfolg und die kannst du in jedem Lebensbereich im Prinzip anwenden. Aber in dem Bereich jetzt, mit dem Thermostat, ihr kennt dieses Prinzip, achtet jetzt darauf, jedes Mal, wenn ihr merkt, okay, ihr versucht euch selber zu sabotieren oder euch selber schlecht zu reden oder selber euren Fortschritt oder euren Erfolg schlecht zu reden, okay, bemerkt das und cuttet das. Es kann schon mal sein, dass es ein bisschen dauert, dass ihr mal 5-6 Minuten irgendwie Bullshit labert über irgendein Zeug, was ihr gerade gemacht habt, obwohl es gut lief, und dann merkt ihr es, oh, guck mal, ich versuche mich selber zu sabotieren. Ist ja nicht schlimm, ihr habt es gemerkt. Manchmal geht es schnell, manchmal nicht so schnell. So, dazu noch eine kleine Buchempfehlung. Und zwar, wenn ihr über dieses Thema mehr wissen wollt, eins der besten Bücher, die ich bisher gelesen habe, dieses Jahr. Ich habe es dieses Jahr zweimal gelesen, ich liebe das Buch. Und zwar von Gay Hendricks. Ja, der Kerl ist wirklich Gay Hendricks. The Big Leap. Ich werde es mal in die, ne, hier unten, die, wie heißt es, Beschreibung, Videobeschreibung, was auch immer, werde ich mal reinpacken. Eins meiner absoluten Lieblingsbücher habe ich vor einem Dreivierteljahr entdeckt und jetzt zweimal gelesen. Wirklich cool, sehr cool geschrieben, kostet auch nicht viel. Ich weiß nicht, ob es auf Deutsch gibt, ich glaube auf Englisch gibt es nur. Ich habe es auf Englisch gelesen, keine Ahnung. Guckt nach, ob es auf Deutsch gibt. Wenn nicht, lest es auf Englisch. Ist cool, auch kein schweres Englisch, von daher, ja, kann ich nur empfehlen. Geil. Leute, Internet, Mädels, Jungs, das war's für heute. Macht einen Daumen hoch oder einen Daumen runter. Teilt das Video. Abonniert den Kanal, nächstes Video kommt morgen und ciao.